Warum hat sich Hornbeck diesen einmaligen Urlaubsort für unser Rendezvous ausgesucht? Als Sicherheitsvorkehrung, Michael. Wenn Karaskis herausfindet, dass er seine Meinung geändert hat und mit uns zusammenarbeitet, wäre er in Lebensgefahr. Daran hätte er denken sollen, bevor er ihm das Zeug verkauft hat. Ja, richtig. Aber es entbindet uns nicht von der Tatsache, dass dieses Bakterium, welches von der Foundation entwickelt wurde, in falsche Hände geraten ist. Und ich trage die Verantwortung. Devon, Sie konnten ja auch nicht ahnen, dass aus diesem Experiment eine solche Waffe würde. Aber es ist passiert. Nur ein Kubikzentimeter in der städtischen Wasserversorgung würde bald die gesamte Bevölkerung vernichten. Ich bin erst dann wieder beruhigt, wenn Sie und Kit mir das Bakterium zurückgebracht haben. Sie können sich auf uns verlassen. Danke, das weiß ich, Michael. Viel Glück. Kit, untersuch die Gegend hier. Ich will wissen, ob Hornbeck schon wieder zurück ist. Ein Wagen nähert sich uns mit zwei Insassen. Das ist er. Er sagte, seine Tochter wird ihn fahren. Wie geht's deiner Mutter, Gay? Es geht ihr gut. Sie würde dich sehr gern sehen, Daddy. Ich habe noch eine wichtige Verabredung. Sag ihr, wir können uns nächste Woche treffen. Da kommt schon wieder ein Wagen, diesmal mit vier Insassen. Hornbeck bekommt Ärger, los! Oh Gott, gib Gas! Turbo-Boost! Wurde verwundet. Dann müssen wir zu ihm, Kumpel. Mach eine Diagnose. Kleinen Moment. Puls sehr schwach, Blutdruck 80 zu 50, sinkend. Seine Tochter scheint unverletzt. Daddy. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Ruf einen Krankenwagen. Sofort. Mein Vater würde niemals so etwas tun, Michael. Das weiß ich. Er hat aber, Gay, Systeme für Raketen, Entschlüsselungsgeräte. Einfach alles hat er gestohlen. Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht glauben. Warum sollte er so etwas tun? Wieso? Du bist in einer exklusiven Gegend aufgewachsen. Hast die besten Schulen besucht. Glaubst du etwa, dass er das als einfacher Techniker aufrechterhalten konnte? Er sagte mir, er hätte das Geld geerbt. Wieso sollte ich ihm misstrauen? Er ist ein guter Mensch, Michael, verantwortungsvoll, großzügig. Aus diesem Grund wurde er sicher einsichtig, als er sich über die Konsequenzen klar wurde. Und es wird ihm möglicherweise das Leben kosten. Baron Simon Karaskis, ein sogenannter Botschafter. Seit vielen Jahren hat Hollenbeck diesen Mann da mit technischen Geräten versorgt, welche er dann wieder an andere Staaten verkauft hat. Und Hollenbeck hat uns im Krankenhaus das bestätigt, was wir schon lange befürchtet hatten. Dass Karaskis den Behälter mit dem Bakterium im Haus unter Sicherheitsverschluss hat. Und warum stürmen wir nicht einfach die Botschaft und krempeln alles von oben nach unten? Da, wo ich früher lebte, ist sowas dauernd vorgekommen. Weil wir es leider nicht mit Ihrer alten Wohngegend zu tun haben, Reginald. Denn wie Sie wissen, handelt es sich um eine ausländische Botschaft, die man nicht ohne eine offizielle Erlaubnis betreten kann. Wer fragt denn lange um Erlaubnis, Boss? Das ist auch wieder wahr. In dem Haus sind überall Überwachungskameras angebracht, die von bewaffnetem Sicherheitspersonal kontrolliert werden. Es sitzt eine ganze Armee davor. Wer da eindringt, hat keine Chance. Aber Ihre Idee ist nicht schlecht, Reginald. Wir hatten auch schon die Möglichkeit erwogen, irgendwie in die Botschaft einzudringen. Natürlich müsste dies geschehen, bevor man den Behälter via Diplomatenkurier außer Landes schafft. Also sehr bald. In jedem Fall werden Kit und ich das nicht allein schaffen. Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen. Der Plan kann durchgeführt werden, wenn keiner von uns versagt. Ich bin bereit. Mann, irgendeine verwundbare Stelle wird dieser Karaskis doch haben, oder? Sogar zwei. Seine Leidenschaft für ausgefallene Autos und für schöne Frauen. Ich denke, das müsste hinhauen. Das haut sogar mich um. Der Behälter wird in einem Sicherheitsraum der Botschaft aufbewahrt, wo Karaskis ebenfalls seine Autos untergestellt hat. Ah, jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen, Boss. Wir wollen die Kollektion des Mannes erweitern, richtig? So ist es, Reginald. Der Lynx Imperial. Und zwar der, mit dem dieser Baron 1955 einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt hat. Und wir verwenden diesen Prototyp für Kits neue Identität. Er kommt. Knight Rider.